Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich hoffe, ihr habt euch alle schon gemütlich hingehängt. Wenn nicht, dann macht das doch bitte. Denn heute geht es um Fledermäuse und vielleicht ist das Bildausschnitt ein bisschen anders als gewohnt. Das liegt daran, dass ich jetzt mein lichtstärkeres Objektiv verwende, denn es wird bald dunkel, passend zum Thema. Bin hier auch an einer Stelle im Wald, wo durchaus eine hohe Chance dafür besteht, dass ich zumindest auf dem Rückweg ihr nicht, das kann ich nicht filmen, dafür habe ich kein adäquates Equipment, aber ich auf dem Rückweg auch durchaus der einen oder anderen Fledermaus begegne. Ja, speziell wollen wir uns nicht so hundertprozentig nur über die Fledermaus unterhalten, sondern genauer eigentlich um die Fledermaus-Tollwut, das wäre dann unser Thema. Und ja, damit legen wir los, sobald ihr euch dazu gehängt habt, ne? So, und da wir jetzt alle hängen, sieht jetzt auch das Bild wieder vernünftig aus. Entschuldigung, aber den Gag konnte ich mir nicht verkneifen. Fledermäuse und Tollwut ist so ein Thema. Generell ist Fledermäuse und Infektionskrankheiten ohnehin so ein Thema, was damit zusammenhängt, dass Fledermäuse eben Reservoir für so ziemlich gefühlt jedes gefährliche Virus, was die letzten Jahre so auf den Menschen losgelassen worden ist, tatsächlich sind. Deswegen braucht man jetzt Fledermäuse nicht verteufeln und es wäre ohnehin nicht möglich, daran nennenswert was zu ändern. Der Umgang mit Wildtieren, da könnten wir vielleicht mal versuchen, ein bisschen dran zu arbeiten und da intensiver drüber nachzudenken, was, wie, wann auf den Teller kommt oder auch nicht auf den Teller kommt. Und jetzt speziell im Fall von Deutschland wäre es vor allen Dingen wichtig, dass wir halt eben gucken, dass wir Wildtiere nach Möglichkeit, auch wenn sie scheinbar verletzt aussehen und scheinbar so aussehen, als würden sie unsere Hilfe brauchen, nicht unbedingt anfassen sollten, insbesondere dann nicht, wenn wir nicht genau wissen, was wir tun. Die große Empfehlung, gerade im Fall von, man findet eine verletzte Fledermaus oder eine scheinbar verletzte Fledermaus oder eine sonst wie irgendwie nicht flüchtende Fledermaus am Boden dann wahrscheinlich, auf einem Holzstapel, wo auch immer, dann nach Möglichkeit tatsächlich Fledermaus gar nicht erst anpacken, sondern wir haben ja meistens ein Handy im Sack, mal jemanden anrufen, der sich damit auskennt. Zur Not hilft da auch die Polizei weiter und kann zumindest jemanden vermitteln, der sich damit auskennt. Man wird nicht unbedingt die Nummer vom örtlichen Tierheim, Tieraufzuchtanlage, Rettungsverein und so weiter und so fort auf dem Handy gespeichert haben. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Bei Fledermäusen ist immer ein guter Ansprechpartner der NABU tatsächlich. Die haben sich auf Fledermäuse so ein bisschen spezialisiert. Also von den ganzen Naturschutzverbünden wäre das so die erste Adresse, die ich empfehlen würde. Gut, das erstmal so generell als Präambel. Dann jetzt die Thematik, jetzt haben wir schon gesagt, Fledermäuse enthalten einen Haufen Krankheitserreger. Warum enthalten die denn bitte einen Haufen Krankheitserreger? Und warum sind sie dementsprechend beim Thema Zoonose durchaus nicht ganz unwichtig und spielen da eine größere Rolle? Naja, das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass Fledermäuse aufgrund dessen, dass sie fliegende Säugetiere sind, einen enormen Energieverbrauch haben. Das ist so ähnlich wie bei Vögeln. Fliegen zu können, braucht halt nun mal sehr viel muskuläre Arbeit, enorme Anstrengung. Und entsprechend hoch muss da auch der Puls sein, entsprechend hoch muss die Körpertemperatur sein, entsprechend Power geben die Muskeln von so einem kleinen Tier, das eine Fledermaus ja ist, wirklich auch richtig Kraft ab. Und als kleines Tier haben die auch nur eine relativ kleine Oberfläche, um überhaupt Temperatur abzugeben. Das heißt, wenn die fliegen und auch wenn die nicht fliegen, weil sie ja die Muskulatur für den Flug trotzdem da haben müssen, und auch wenn die gerade nicht benutzt wird, ist es immer noch eine mächtige Muskulatur, die dann auch immer noch ordentlich Wärme produziert. Wer selbst mächtige Muskulatur hat, weiß das. Ich kann da leider nicht so ganz wirklich mitreden. Aber ich merke Unterschiede in meinem Leben, dass es Phasen gibt, in denen das besser ist und Phasen, in denen das nicht so gut ist. Ja, wie dem auch sei, jedenfalls, das sorgt dafür, dass Fledermäuse tatsächlich eine enorm hohe Körpertemperatur haben für ein Säugetier. Genaue Zahlen muss ich jetzt nachlesen. Das ist auch ein relativ spontanes Video, einfach durch die jetzt letzten
Fälle von Fledermaus-Tollwut, die man festgestellt hat, habe ich gedacht, wäre das auch durchaus ein Thema, worüber wir mal sprechen könnten. Ja, die hohe Körpertemperatur führt dazu, dass Fledermäuse gegen viele Virus- und bakterielle Erkrankungen, also viele Viren- und bakterielle Erkrankungen, ziemlich gut geschützt sind. Also Faktor Nummer 1, hohe Körpertemperatur. Das heißt, da können sich viele Viren bei der Fledermaus einnisten. Da die aber sozusagen Dauerfieber hat, können sich die Viren nur sehr schlecht und nur sehr langsam in der Fledermaus vermehren, auch die Übertragung von Fledermaus zu Fledermaus, selbst wenn die in riesigen Trauben, und das ist nochmal ein Grund, weshalb recht viele Viren in denen unterwegs sind, weil sie halt in riesigen Trauben und riesigen Kolonien von der Decke hängen, mit sehr wenig Abstand zueinander, um sich halt gegenseitig warm zu halten im Winter, ist es halt da relativ einfach, gerade auch im Winter, dann den Sprung von Fledermaus zu Fledermaus für einen Krankheitserreger zu schaffen. Aber nichtsdestotrotz, zunächst mal ist die hohe Körpertemperatur, zumindest im Sommerhalbjahr, wirklich ein Faktor, der Viren die Vermehrung in der Fledermaus ziemlich mühsam macht. Außerdem, da sie ja eben, oder warum genau das so ist, das wissen wir auch noch nicht so hundertprozentig. Vielleicht hängt es eben damit zusammen, dass schon immer viele Viren da waren und dann hat sich das so entwickelt. Aber die Fledermaus hat innerhalb der Gruppe der Säugetiere vielleicht eines der leistungsfähigsten Immunsysteme, ist erheblich leistungsfähiger als unseres. Mal abgesehen von diesem dauerhaften Fieberzustand, der die Viren eben im Griff hält, haben sie außerdem noch eine ganz andere Immunantwort, wenn ein neues Virus daherkommt. Auch Fledermäuse haben im Wesentlichen eine T-Killerzelle, eine Makrophage, Antikörper, weiße Blutkörperchen oder Leukozyten oder wie auch immer man die nennen möchte. Den ganzen Krempel, den man vielleicht aus dem Biounterricht zu unserem Immunsystem schon kennt, das haben die auch alles. Aber was die halt eben auch noch haben, was wir so nicht haben, weil es uns umbringen würde, ist eine Ganzkörper, Entzündungsreaktion, bei der keine Entzündung stattfindet sozusagen. Sie haben also ein Hormon, wie das heißt, weiß ich jetzt auch nicht auswendig, ich schreibe es euch unten hin, das bei Infektion mit zumindest mal einem neuen Krankheitserreger, zum Beispiel einem Ebola, ja, das ist durchaus ein Thema leider bei den Fledermäusen, nicht bei den Deutschen, weltweit gesehen schon. Wenn da also so ein neues Ebola daherkommt, dann gibt es erstmal eine fledermausweite Reaktion, die ziemlich viele der Fledermauszellen sozusagen erstmal dicht macht, dass da die Viren gar nicht reinkommen. Die Zellen schalten also in den Andoggen für Viren nicht möglich Modus. Das ist noch gar nicht so gut untersucht, da gibt es noch viele Rätsel und die Fledermaus-Infektionsforschung hat jetzt jüngst relativ viel Kohle bekommen und da wird jetzt auch jüngst recht viel geforscht wegen so einem komischen anderen Virus. Irgendwas mit C, was könnte das bloß gewesen sein? Erwähnen wir es gar nicht erst, sonst kommt es zurück. Also noch mehr als es das sowieso schon tut. Daher, da wird jetzt wirklich ganz viel geforscht. Und aber jedenfalls diese körperweite, zelluläre Abwehr, wird durch ein durch ein Hormon ausgelost, was wir theoretisch auch hätten und was man theoretisch auch auf den menschlichen Organismus übertragen könnte. Aber aus irgendwelchen Gründen löst es bei der Fledermaus eben nur eine zelluläre Abwehr und nicht eine organismusweite heftige Entzündungsreaktion aus. Bei uns wäre das nämlich miteinander gekoppelt. Einerseits würde es bei uns schon auch eine zelluläre Abwehr auslösen, aber gleichzeitig hätten wir dann Entzündung von sofern vorhanden Haaransatz bis großer C, ja, oder auch bis kleiner C, je nachdem was weiter außen ist. Und das wäre für uns ziemlich fatal. Fledermäuse vertragen das aber aus irgendwelchen Gründen und sie sind da auch die einzige Gruppe der Säugetiere, die das eben in diesem Ausmaß hinkriegt. Und das wird jetzt halt eben gerade diskutiert, dass sie deswegen eben so resistent gegen diverse Krankheitserreger sind. So, die Folge ist jetzt, wenn du super resistent gegen alle möglichen Krankheitserreger bist, aber trotzdem, wie ich ja schon erwähnt habe, nicht gerade Social Distancing während des Winterschlafs betreibst, sondern dich auf dichtestem, engstem Raum oder auch wenn viel Raum da ist, dann trotzdem schön zusammenknödelst zum Fledermausknödel, der, wie wir ja gerade alle, entsprechend an der Decke hängt, dann ist das halt eben recht günstig, dass da doch ein bisschen was übertragen wird. Jedenfalls haben es die Viren in der Fledermaus nicht leicht und da gilt das Gleiche wie für jedes andere Teil, sage ich jetzt mal, in der Natur auch.
weil bei Virus ja immer die Frage ist, ist das jetzt ein Organismus, ist das kein Organismus, ist es ein Lebewesen, ist es kein Lebewesen, das will ich jetzt gar nicht anfangen, diese olle Diskussion, aber nichtsdestotrotz führt das dazu, dass die Viren, die empfindlich sind, relativ schnell von der Fledermaus, von dem Immunsystem der Fledermaus gekillt werden und daher nur die in der Gruppe der Viren, also wenn ja meinetwegen 10.000 Viren ankommen und 9.999 sind relativ empfindlich, dann sind die ruckzuck tot und dann bleibt ein Virus übrig und der vermehrt sich jetzt zwar nur sehr langsam, aber der vermehrt sich. Und dieser eine, der war halt super. Und der hat halt irgendeine krasse Angepasstheit, der ihn besonders gemein, besonders fies und besonders virulent macht. Ja? Und dadurch, dass der jetzt noch von Fledermaus zu Fledermaus springt und die auch wieder ihr super Immunsystem auf den loslassen, dann sterben da wieder viele weg. Und dann bleiben wieder nur die allerstärksten und allertollsten und allergefährlichsten Viren übrig. Und wenn das über Jahre hinweg in einer Fledermauskolonie eben passiert, dann sind die so ein bisschen wie Krankenhausabwasser. Ich bringe immer gerne das Beispiel Krankenhausabwasser. Ja? Im Krankenhausabwasser sammelt sich alles, was die Patienten so von sich geben, also sämtliche Körperflüssigkeiten und Feststoffe und so weiter und so fort. Und eben auch sämtliche Antibiotika, sämtliche Medikamente, die die Patienten eben auch noch bekommen haben. Das heißt, jede Menge für den Menschen potenziell gefährliche Krankheitserreger kommen da zusammen und jede Menge für Krankheitserreger potenziell gefährliche, zum Beispiel Antibiotika. Ja? Also wenn es jetzt um Bakterien geht, Viren, bei Viren ist das ja kein Thema, aber auch da so ähnliches Prinzip. Und da gehen die meisten drauf, die allermeisten gehen drauf, aber auch da züchten wir uns automatisch sozusagen multiresistente, also nicht nur sozusagen, sondern es ist so, multiresistente Keime ran, weil wir halt eben immer wieder alles drüber kippen, was wir so haben und dann doch ein oder zwei oder drei dann überleben, die damit gut klarkommen und in Zukunft, wenn die sich jetzt vermehren oder wenn die jetzt aus dem Krankenhausabwasser in den nächsten Menschen gelangen und so weiter und so fort und sich dem ausbreiten und er nimmt ein standard normales Breitbandantibiotikum, dann passiert nichts, weil das kennt ja dieses Bakterium schon. Ja, und so ähnlich ist das jetzt halt eben auch mit diesen Fledermauskolonien auch da. Die diversen Abwehrmechanismen, die extrem stark sind der Fledermäuse, sind dann für die Viren, die da drin leben, irgendwann kalter Kaffee. Trotzdem werden die Fledermäuse nicht wirklich krank, weil selbst Superviren reichen nicht aus, um das extrem effiziente Immunsystem von Fledermäusen zu durchdringen. Das heißt, dieser Virus bleibt in der Kolonie und bleibt da und bleibt da und bleibt da und den Fledermäusen ist es egal, weil sie sind halt Batman. Entschuldigung. kratzt die nicht. So. Und jetzt kann es halt eben zu einer Zoonose kommen. Eine Zoonose ist der Übergang, dass ein Krankheitserreger von Organismus A die Artgrenze durchbricht und sich plötzlich auf Organismus B überträgt. Im Fall von Fledermäusen ist es ganz, ganz oft so gewesen bisher. Da gibt es auch ein paar Ausnahmen. Wieder das Ding mit C. Meines Wissens der aktuelle Forschungsstand, dass das direkt von der Fledermaus auf uns übertragen worden ist. Aber so genau kann man das immer noch nicht sagen. Normalerweise überträgt sich jetzt Virus von Fledermaus auf irgendeinen anderen Zwischenwirt, aus unserer Sicht Zwischenwirt, wenn wir uns jetzt selber mal als Endwirt betrachten, und verbreitet sich dann im Zwischenwirt. Das kann zum Beispiel sein ein Rind, wenn wir jetzt wirklich von der Vampirfledermaus reden, die tatsächlich auch schon mal eine Kuh beißen kann und da ein bisschen Blut abzapfen. Ja? Und die Vampirfledermaus gibt es ja wirklich, also den Vampir. Ja, also das Tier, Vampir. Jedenfalls, damit wäre es dann möglich, dass sich irgendein Krankheitserreger auf die Kuh überträgt. Die Kuh hat dann vielleicht damit auch kein großes Problem. Aber wir, wenn wir engeren Kontakt mit unseren Kühen haben und die jeden Abend gut massieren, damit sie besser schmecken und so, falls das vorkommen sollte, dann wäre es theoretisch möglich, wenn die Kuh einem im Gesicht abschlägt, dass man dann möglicherweise per Tröpfcheninfektion dann eben mit diesem Virus, der ursprünglich aus der Fledermaus kommt, infiziert ist. Und an dem Moment haben wir eine doppelte Zoonose, also Übertragung von A, Fledermaus, auf B, Kuh, auf C, Homo sapiens. Ja?
Zoonosen sind sicherlich ein Problem, das in der Zukunft häufiger Schwierigkeiten auslösen wird in der Welt. Und ja, auch wenn Fledermäuse total tolle, faszinierende, großartige Tiere sind, das möchte ich bitte auch niemandem weh, jemand braucht etwas anderes, gibt Ärger, ist es halt nun mal leider so, dass sie aufgrund dessen, weil sie so tolle, faszinierende, spezielle Tiere sind mit undurchdringbarem Immunsystem, eben ohne was dafür zu können, über Umwege für uns ein Problem werden können. So, und tatsächlich, um jetzt zum eigentlichen Hauptkrankheitserreger dieses Videos zu kommen, das wäre nämlich eben die Tollwut. Ich habe schon mal ein Video zur Tollwut gemacht, da sagte ich, die Tollwut sei in Deutschland ausgestorben. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch meine Liste. Da könnt ihr sämtliche Länder der Erde aufgelistet finden und jeweils, wie hoch da das Rabies oder wie auch immer man das aussprechen mag, zu Deutsch Tollwut, das ist ein englisches Dokument, Risiko jeweils ist, wenn man in diese Länder reist. Denn nämlich die klassische Rabies, also die klassische sogenannte terrestrische Tollwut, das ist ein Thema, was in Deutschland nicht wirklich eine Rolle spielt. Höchstens, wenn man wirklich von einem hochverhaltensauffälligen, sehr seltsamen Hund gebissen wird, dann könnte man eventuell Rückschlüsse darauf ziehen, dass der vielleicht tollwütig gewesen ist und dann wäre auch Tollwutprophylaxe, dazu kommen wir gleich, durchaus auch angemessen und eine gute Idee. Ist auch die häufigste Ursache, weshalb sich jemand in Deutschland mit terrestrischer Tollwut infiziert, dass wir nämlich einen Hund aus dem Urlaub mitgebracht haben, jemand anders einen Hund aus dem Urlaub mitgebracht hat, irgendwie ein Hund illegal eingeführt wurde von irgendwelchen Tierhändlern illegaler Art und tatsächlich überhaupt Übertragungsweg eben für die 7 bis 8 so irgendwas um den Dreh Tollwutfälle, die wir pro Jahr in Deutschland haben, sind eben solche Hunde. Teilweise sind es auch irgendwelche Menschen, die eben im Ausland sich infizieren, direkt nach Deutschland zurückkommen und dann hier erst feststellen, dass sie eben tatsächlich möglicherweise Tollwut haben. Die meisten dieser Fälle gehen noch gut aus, weil man halt eben doch rechtzeitig, entweder waren sie schon geimpft oder man kann auch rechtzeitig eben sozusagen nachimpfen. Das ist auch das Einzige, was man machen kann. Um mal kurz die Dramatik der Situation ein bisschen hervorzuheben, Tollwut verläuft, wenn unbehandelt, eigentlich immer tödlich. Immer. Ne? Gibt keinen bekannten Fall, dass jemand Tollwut überlebt hätte. Jedenfalls nicht, dass ich davon schon mal was gehört hätte. Das ist also schon eine ernstzunehmende, definitiv ernstzunehmende Krankheit, wenn man die wirklich bekommt. Inzwischen wird auch nicht mehr standardmäßig gegen Tollwut, also jedenfalls nicht unbedingt gegen Tollwut mehr geimpft, wenn man halt eben kein Risikopatient ist und bestimmte Voraussetzungen erfüllt, dann ist eine Tollwutimpfung für die allermeisten Leute auch sicherlich nicht unbedingt notwendig. Selbst für Jäger beispielsweise wird es inzwischen nicht mehr empfohlen, dass das unbedingt sein müsste. So, so viel zur terrestrischen Tollwut. Warum haben wir die nicht mehr in Deutschland? Schluckimpfung für Füchse. Füchse waren so der Hauptüberträger. Grundsätzlich ist bei der terrestrischen Tollwut generell Hundeartige. Katzen nicht so sehr, wäre aber doch theoretisch möglich. Aber größtenteils Hundeartige, sprich Fuchs, theoretisch Wolf, wo es den so viel gibt, dass das eine Rolle spielt. Also weltweit nicht wirklich ein Thema. Marderhund, Waschbär, diverse Marder anderer Art, das sind so die häufigsten Vertreter, die eben für die Ausbreitung der normalen Tollwut verantwortlich gemacht, da können sie auch wieder nichts dafür, ja, aber verantwortlich sind ungefähr. So, jetzt die andere Sache, ja, wie schon gesagt, ist die terrestrische Tollwut in Deutschland quasi ausgestorben und kommt nur noch durch eingeführte, importierte Hunde entsprechend zustande, soweit wir wissen. Fledermaus-Tollwut hingegen ist ein sehr stark mit der normalen Rabies-Tollwut verwandter Erreger. Davon gibt es weltweit alle möglichen. Das hängt immer davon ab, jeweils welche Fledermauspopulation man sich anguckt. Es gibt afrikanische, es gibt indische, es gibt asiatische und so weiter. Europäische, in unserem Fall wäre es natürlich die europäische Fledermaus-Tollwut, wenn wir sie jetzt mal so nennen dürfen. Sie heißt hat offiziellen englischen Namen, blende ich euch auch gerne unten mal ein. Die wäre jetzt die uns vor allen Dingen interessiert, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir theoretisch durch Fledermaus in Deutschland nach wie vor Tollwut bekommen könnten, theoretisch. So, und da sind wir nämlich bei dem Knackpunkt. Ist das ein nennenswertes Risiko?
Nicht wirklich. Ja, aber rein technisch gesehen, ich hatte schon zu noch viel unrealistischeren Sachen Gefahr im Wald Videos gemacht, daher wollte ich das hier jetzt auch nochmal aufgegriffen haben. Es wäre potenziell möglich, dass eine tollwütige Fledermaus auf die Idee kommt, jemanden direkt, also einen Menschen, direkt anzufliegen und den zu beißen. Ja? Sollte das passieren, dann besteht dabei durchaus auch ein ernstzunehmendes Infektionsrisiko. Wie hoch ist denn die Chance, dass eine Fledermaus, die angeflogen kommt, oder dass man überhaupt einer Fledermaus begegnet, die Tollwut hat? Wir wissen, dass es, glaube ich, letztes Jahr irgendwie sowas so rund 10 Fälle gegeben hat von tollwütigen Fledermäusen. Das Jahr davor waren es weniger, das Jahr davor waren es nochmal weniger, etc. pp. Das werden immer mehr. Aber man kann stark davon ausgehen, dass das nicht daran liegt, beziehungsweise vielleicht ein Ticken daran liegt, dass es auch wieder mehr Fledermäuse gibt, weil der Naturschutz beim Schutz der Fledermäuse durchaus gar nicht mal so ineffizient gewesen ist, was eine gute Nachricht ist, 100% eine gute Nachricht. Das könnte eine Rolle spielen, was aber definitiv die Hauptursache für steigende Fälle von Fledermaustollwut ist, dass wir mehr messen, mehr testen. Das ist auch so ein bisschen wie mit diesem Virus mit C, dass plötzlich höhere Inzidenzen da sind, wenn mehr getestet wird, beziehungsweise in Ländern, in denen wenig getestet wird, komischerweise niedriger Inzidenzen da sind und so weiter. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich jetzt irgendwie mich über die Corona-Politik auskotzen möchte. Da gibt es natürlich einiges, was man sich auskotzen darf, kann, möchte, vielleicht, eventuell, spielt ja aber jetzt keine Rolle. Nur einfach als Beispiel, mehr Test ist gleich, du findest auch mehr Infizierte, was nicht zwingend bedeuten muss, dass von einem Jahr aufs andere, wenn du im einen Jahr doppelt so viel testest wie im vorhergegangenen, zwingend auch mehr Infizierte da sind. Und das ist halt der Grund, weshalb wir davon ausgehen dürfen, zumindest gibt es keine Evidenz, davon auszugehen, dass irgendwie die Zahl der tollwutinfizierten Fledermäuse in den letzten Jahren wirklich zugenommen hat. Und wenn doch, dann nicht viel. Und davon mal abgesehen, dass wenn man selbst bei dem vielen Geld, was für Fledermausforschung ausgegeben wird, sowas roundabout 10 tollwütige Fledermäuse im Jahr findet, dann ist das noch eine ziemlich überschaubare Menge in Anbetracht der Gesamtzahl von getesteten Fledermäusen. Und ja, angenommen, eine tollwütige Fledermaus kommt also angeflogen à la Dracula und beißt uns, und dann haben wir tatsächlich ein Problem. Die Chance, dass das passiert, ist nahezu nicht existent. Es ist kein Fall bekannt, wo eine normale Fledermaus, nicht unbedingt die Vampirfledermaus, bei der darf man vielleicht wirklich nochmal eine kleine Ausnahme machen. Vielleicht, da bin ich aber auch kein Experte für, aber die haben wir hier wirklich weit und breit nicht. Aber die normalen, ich glaube 24, 25 Fledermausarten, die es in Deutschland gibt, die sind alle, also erstens mal nicht alle davon hatten überhaupt jemals Tollwut. Es gibt schon so ein paar Exemplare, die da prädestiniert sind, die das häufiger haben als andere. Und auch bei denen ist noch kein Fall aufgetreten, dass die im Fall einer Tollwutinfektion eben dieses tatsächlich tollwütige Verhalten zeigen, indem sie aggressiv auf ihre Umgebung reagieren und andere Lebewesen sinnlos angreifen. Ja? Normalerweise sind schon die Symptome von Fledermaustollwut und der normalen Rabies-Tollwut recht ähnlich. Da kann man schon davon ausgehen, dass es also theoretisch möglich wäre, dass ein Tier, das mit Fledermaustollwut infiziert ist, sich genauso tollwütig verhält wie ein, zum Beispiel ein Fuchs, wie ein ja mit normaler Rabies-Tollwut infizierter Fuchs. Und dann gehört da tatsächlich auch ein nicht atypisches, wenig scheues Verhalten mit möglicherweise auch völlig überzogener Aggressivität auf viel größere Tiere, die im Grunde viel zu gefährlich wären, als dass ein sich normal verhaltenes Tier denen nennenswert nähern oder gar die angreifen würde. Ja, das gehört dann schon zur Tollwut dazu. So, aber dieses Verhalten, diese erhöhte Aggressivität, die können wir bei Fledermäusen nicht feststellen. Was wir feststellen können, ist Lethargie, fehlender Fluchtreflex, möglicherweise ein irgendwo landen und da sitzen bleiben, auch wenn Mensch sich nähert, dass sie dann einfach nicht abhaut. So, und jetzt kommt der Knackpunkt. Der Knackpunkt besteht nämlich jetzt darin, dass unser eins Fledermäuse möglicherweise auch gern hat. Und der Fledermaus, die arme Fledermaus, die hockt da, die ist bestimmt verletzt, dieser Fledermaus jetzt helfen möchte. So, und jetzt nimmt man, allein schon, weil es ein tolles Naturerlebnis ist, das ist es ja Tatsache, die Fledermaus möglicherweise auf die Hand und will sie mit nach Hause nehmen, um sie gesund zu pflegen oder alternativ beim NABU abgeben oder wo auch immer.
Und die Fledermaus macht jetzt Folgendes, und dafür muss sie noch nicht mal Tollwut haben, da reicht es vollkommen aus, dass sie einfach eine Fledermaus ist und beißt mal kräftig zu. Fledermausgebiss durchaus in der Lage, unsere Haut problemlos zu penetrieren. Das heißt, das kommt auf jeden Fall zu einer blutenden Wunde. Und in dem Moment, wenn die dann Tollwut hatte, haben wir auch eine Übertragung von Speichel in die Wunde. Und die Chance, dass wir uns dabei dann infizieren, die liegt sehr, 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 sehr hoch. 100% will ich nicht sagen, aber man darf sehr davon ausgehen, dass man dann sich tatsächlich gerade eine Tollwutinfektion eingehandelt hat. So, was lernen wir jetzt daraus? Erstens, wenn du eine Fledermaus findest, wenn du sie mitnehmen willst, dicke, dicke Handschuhe anziehen oder irgendwas anderes einfallen lassen, Jacke drum wickeln, eine dicke Jacke, all irgendwie sowas. Am besten wären halt wirklich dicke Handschuhe, weil Jacke drum wickeln, dann weiß man nicht, ob man nicht aus Versehen das arme Tier zerdrückt. Die sind halt relativ fragil. Und dicke Handschuhe wäre so das Nonplusultra. Alternativ, wie ich ja schon am Eingang des Videos vielleicht gesagt habe, ich erinnere mich gerade nicht mehr, wirklich einfach jemanden anrufen, der sich damit auskennt. Gibt genug Leute, die professionell ans Thema Fledermausrettung rangehen, insbesondere der NABU. Die haben auch Telefonnummern, die man im Internet relativ einfach googeln kann, vorausgesetzt man hat gerade Internet. Zumal, wenn sie einfach nur eine normale verletzte Fledermaus ist, ist die Chance, dass unser eins ohne Ahnung, der dann helfen kann und die aufpäppeln kann, relativ gering. Ich habe in meiner Jugend auch mal eine verletzte Fledermaus gefunden mit meinen Kumpels. Die haben wir dann mitgenommen. Die hat 3 Tage in der Schublade gelebt. Irgendwo hinhängen wollte sie sich nicht. Wir hatten ihr eine Hinhängstange gebastelt. Sie lag also mehr oder weniger rum. Und wir haben sie gefüttert mit Hackfleisch und Katzenfutter. Beides recht wurde gegessen, aber leider war sie nach 3 Tagen trotzdem tot. Wir wissen bis heute nicht, was wir falsch gemacht haben. Tatsache ist, es ist nicht so einfach. Das ist ein kleines, fragiles Tier. Wenn die verletzt ist und nicht mehr fliegen kann, würde sie in der Natur ohnehin auch sterben. Und das nächste ist, das mag jetzt grausam klingen, aber Fledermäuse haben eine hohe Reproduktionsrate. Es ist für den Erhalt von Fledermäusen nicht zwingend erforderlich, auch wenn das vielleicht ein tolles Naturerlebnis und sich gut anfühlt ist. Ja? Aber es ist nicht erforderlich, eine einzelne Fledermaus, die irgendwo am Boden rumliegt, jetzt unbedingt retten zu müssen und da Riesenaufwand zu betreiben, um die vielleicht nochmal auswildern zu können. Natürlich darf man das selbstverständlich trotzdem tun. Ökologisch ist es aber ganz bestimmt keine Notwendigkeit. Und auch für den Fledermausschutz ist es nicht notwendig, jetzt dieses eine Einzelexemplar hier jetzt unbedingt retten zu wollen. Das wird auf keinen Fall einen großen Unterschied machen und auch nicht die paar Einzelexemplare, die im Laufe des Jahres so gefunden und gerettet werden, macht auch keinen nennenswerten Unterschied für die Fledermausreproduktion bzw. Population, zumal selbst wenn man die auswildern kann, ist es in vielen Fällen überhaupt nicht sicher, ob die das langfristig überleben. Andererseits, wenn doch, ja, dann muss man zumindest sagen, es gibt Dümmeres, was man versuchen kann zu retten, wie zum Beispiel Eichhörnchen. Ja, dümmer ist da. Auch da ist es wieder ein schönes Naturerlebnis und fühlt sich toll an. Wenn man Kinder dabei hatte, dann ist das alles doch super. Meinetwegen nur zu. Ja. Aber Eichhörnchen ist nun wirklich nicht notwendig. Also die Population von Eichhörnchen ist wahnsinnig stabil und die haben ohnehin nur eine kurze Lebenserwartung. Bei Fledermaus muss man der Fairness halber wenigstens sagen, als winterschlafhaltendes Tier, Winterschlaf ist gut für die Lebenserwartung, werden die ziemlich alt. Ja, und das ist halt schon, wenn man sie wirklich rettet und sie kommt zurück zu ihrer Kolonie und sie überlebt das alles, dann hat die schon noch durchaus einige Jahre. Aber beim Versuchen zu retten, wie gesagt, sich nicht beißen lassen, weil man eben nicht weiß, ob es eine tollwutige Fledermaus ist. Das ist die wesentliche Botschaft. Übrigens, jetzt nur der Vollständigkeit halber, weil ich noch nicht lang genug gequatscht habe und Dago noch nicht leer ist. Und das Licht noch nicht weg. Tollwut ist eine Nervenkrankheit. Das ist also ein Virus, der erstmal die Nerven, die vorhanden sind, an der Bissstelle, meistens wird es ja ein Biss sein, was uns infiziert. Theoretisch wäre auch eine Speichel zu Schleimhautübertragung möglich. Das kann beim Hund durchaus passieren, dass selbst wenn der tollwütig ist und jetzt niemanden beißt, einem im Gesicht rumschlabbert und im Mund, Nase, Schleim, Hautbereich und so weiter. Das ist theoretisch auch möglich, unwahrscheinlich. Kontaminiertes Fleisch hat es noch nicht gegeben, wäre aber potenziell theoretisch denkbar, auch eine Infektion des Hundes durch eine tollwütige Maus beispielsweise. Ja, nur theoretisch.
vorstellbar, aber hat es bisher noch nicht gegeben, beziehungsweise ist noch nicht nachweisbar gewesen. Gehen wir also einfach mal spaßeshalber davon aus, dass die mit Abstand häufigste und einzig wirklich realistische Infektionsmöglichkeit mit Tollwut tatsächlich in einem Biss von einem tollwütigen Tier oder einem anderen tollwütigen Menschen, theoretisch auch das, besteht. Letzteres sehr unwahrscheinlich, ne? Und das wiederum heißt, wir haben da jetzt eine Verletzung. In dieser Verletzung hängen jetzt unsere Tollwutviren drin, ja, und vermehren sich da. Und drum ist es wichtig, jetzt für den Fall, dass man eben nicht direkt zum Arzt kommen kann und man auch keine Möglichkeit hat, jetzt irgendwie an Tollwutimpfstoff ranzukommen etc. pp. Theoretisch kann man jetzt im Rahmen der Survival-Medizin sagen, okay, dann hacke ich mir den Arm ab. Abgesehen davon, dass die Überlebenschancen einer Amputation ohne vorhandene moderne Medizin, Klinik etc. pp. Gar nicht mal so gut sind. Und ja, das nicht wirklich was ist, was man guten Gewisses empfehlen kann. Theoretisch, jetzt rein theoretisch, könnte das sogar helfen. Weil 1 bis 3 Tage, je nachdem, befinden sich die Viren wirklich mehr oder weniger vor Ort, vermehren sich erstmal an der Eindringstelle bzw. an der Bissstelle und gehen erst dann ins Nervensystem über und verteilen sich im Körper. Und erst dann ist man quasi rettungslos verloren, wenn man nicht vorher entsprechend geimpft gewesen ist. Das heißt, es ist theoretisch wirklich eine Möglichkeit. Übrigens, die Inkubationszeit, also wie schnell bricht die Krankheit aus, wie schnell ist man dann auch tot, irgendwas so zwischen 7 und 10 Tage in etwa bei Menschen im Regelfall nach Ausbruch der Krankheit und dann ist man aber auch hin. Heilmittel gibt es keins, ne? Also wenn das ausbricht, dann bist du im Eimer. Da kann man nichts machen, da gibt es keinerlei, es gibt keine Therapiemöglichkeit, ne? Um das nochmal klar zu machen. Ich möchte schnell noch ergänzen, man kann sich übrigens auch noch, nachdem der Biss schon passiert ist, noch impfen lassen, dafür unbedingt ins Krankenhaus und wirklich von Profis, aber die Impfung, also der Schutz der Impfung kann möglicherweise, das klappt zwar auch nicht immer, aber kann schneller einsetzen, als dass sich eben dann die Tollwutviren im Körper verteilen. Und dadurch ist es möglich, sich eben also auch bei erfolgter, eigentlich schon passierter Infektion durch eine sehr, sehr, sehr baldige Impfung dann doch nochmal retten zu können. Ja, also das ist so der Fall, wo dann auch eine Tollwutinfektion nicht zum Tode führt, obwohl man vorher sozusagen nicht geimpft gewesen ist, aber dann direkt während der Infektion ist das noch möglich, beziehungsweise ja, kurz drauf. Aber das ist ein sehr kleines Zeitfenster, daher da wirklich vorsichtig sein und sofort zum Arzt rennen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man könnte von was Tollwütigem gebissen worden sein. Diese 1 bis 3 Tage am Ort der Verletzung, da kann man möglicherweise noch was tun. Wenn man jetzt nichts anderes da hat, was sollte man jetzt im Sinne der Survival-Medizin, sprich Arzt aus irgendwelchen Gründen nicht verfügbar, schnell zum Arzt kommen, aus irgendwelchen Gründen nicht möglich, sucht euch was aus, dann auf jeden Fall Wunde gründlichst mit Wasser ausspülen. Gründlichst. Also auch wenn es eine tiefe Wunde sein sollte, was bei einer Fledermaus nicht der Fall ist, und da es andere Tiere mit Tollwut, also außer jetzt den seltenen Fall des importierten Hundes, bei uns nicht gibt, dürfte es kein Problem sein, die relativ kleine Wunde eines Fledermausbisses wirklich gründlichst mit Wasser auszuwaschen. Also alles, was an Viruslast sich noch in der Wunde direkt und noch gar nicht im Gewebe in der Umgebung befindet, das kann man relativ gut relativ schnell wegspülen. Selbstverständlich kannst du auch mit Desinfektionsmittel draufkübeln, was du lustig bist. Wird zwar nicht empfohlen von offizieller Seite, aber es kann auch nicht wirklich schaden. Also da darf es dann auch in so einem Fall ein ziemlich aggressives Desinfektionsmittel sein, wenn nichts Besseres verfügbar ist. Es wird allerdings nicht geraten, die Wunde auszubrennen bzw. zu verätzen, sprich zum Beispiel Chlordioxid. Ist ja im Survival-Outdoor-Bereich durchaus als Desinfektionsmittel auch für Wunden hin und wieder mal im Gespräch, da das doch bei höheren Konzentrationen ziemlich stark ätzend sein kann, nicht nur kann, ist. Wird das zum Beispiel nicht empfohlen. Ja? Aber so ein normales Desinfektionsmittel, wie man es vielleicht in der Survival-Apotheke oder in der Rucksack-Apotheke oder was auch immer drin hat, ich würde es auf jeden Fall verwenden wollen. So, und jetzt kann man, wenn man aus irgendwelchen Gründen diese Information haben möchte,
auch schon Anti-Tollwut, Antikörper sozusagen, also den Stoff, den der Körper selber herstellt, wenn man gegen Tollwut geimpft ist. Das Zeug kann man sich auch schon großzügig um die Wunde drumherum spritzen, je nachdem, wie viel man da ins Gewebe reinbekommt. Die Empfehlung für Ärzte und medizinisches Personal ist tatsächlich die, dass sie so viel von dem Vakzin, wenn man es so nennen möchte, gegen die Tollwut tatsächlich im Gewebe um die Bissstelle drumherum unterbringen sollen. Sprich, wurdest du in den Bauch gebissen, dann kann man da natürlich viel von dem Zeug unterbringen bis hin zur empfohlenen Menge, zur empfohlenen Maximalmenge, wie viel man da eigentlich überhaupt geben darf. Wurdest du in den kleinen Finger gebissen, dann wirst du in dem wenigen Gewebe, was hier um den Knochen drumherum sitzt, nicht allzu viel vom Vakzin unterbekommen. Ja? Darum geht's. Also so viel, wie das Gewebe hergibt. Und das erzähle ich jetzt vor allen Dingen nicht deswegen, damit irgendein Arzt das dann weiß, das weiß der schon von alleine, sondern für diejenigen unter uns, die tatsächlich so ein Zeug irgendwie rankommen und daheim einbunkern wollen für den Fall, dass die Zombies die Welt untergeht und so weiter und so fort. Also mehr oder weniger nur so zum Spaß. Ne? Das ist alles nicht sehr realistisch. Ja, übrigens, weitere Symptome, nachdem sich das dann ausbreitet, sind zum Beispiel Angst vor Wasser, Angst vor Trinken, vermehrter Speichelfluss, geistige Verwirrtheit, auch weitere Angstzustände vor allem möglichen und erste Lähmungserscheinungen, weil das befällt dann das Nervensystem von den kleinen Nerven zu den größeren Nerven bis in die Wirbelsäule und führt dann irgendwann dazu, dass das komplette Nervensystem zerstört wird und das führt dann zu Lähmungserscheinungen von nicht ganz unwichtigen Muskeln wie dem Herz bzw. zu Lungenversagen. Atemnot tritt meistens schon relativ schnell auf, ist insgesamt alles kein sehr schöner Tod. Ja? So. Mehr fällt mir jetzt eigentlich nicht ein. Die Moral von der Geschichte, fass die Fledermaus nicht an, du Wicht. So, und dann kann einem eigentlich nichts passieren. Wie gesagt, dass die wirklich aggressiv werden und auf einen losgehen, auf einen losfliegen und einen zu beißen versuchen, nee, das passiert nicht. Ja. Vielleicht höchstens, möglicherweise, eventuell bei der Vampirfledermaus, aber das die Tollwutimpfung wird übrigens für Fledermausforscher und sonstige Leute oder auch Fledermausaufzuchtstationen betreibende, dort arbeitende oder sonst wie was mit Fledermaus zu tun habende durchaus übrigens auch empfohlen, damit man, falls das mal passiert, eben schon vorher gegen Tollwut geimpft ist. Selbstverständlich kann sich auch jeder sonst gegen Tollwut impfen lassen, weil er sagt, habe ich Bock drauf. Ja? So, aber das war es jetzt wirklich. Ich hoffe, das war einigermaßen informativ und wir haben was Neues gelernt. Und wenn nicht, dann hattet ihr hoffentlich jetzt einen entspannten Abend und könnt nun gut schlafen. Tschüss.